Wie versprochen startet DSV Automatik Ried mit einer Neuverpflichtung ins neue Jahr. Rocco Jurisic zieht beim Trainingstart die Blicke auf sich. Der 21-jährige Linksverteidiger kommt vom kroatischen Verein HNK Rijeka und hat einen Vertrag bis Sommer 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Ich bin sehr froh, hier zu sein und dass jetzt das Training startet. Ich will hier den nächsten Karriereschritt machen und ein besserer Spieler werden. Wir brauchen einen Linksverteidiger, der sehr dynamisch ist und das haben wir schon über längere Zeit gesucht. Und ich glaube, hoffe, denke, dass wir einen Spieler gefunden haben, der uns da relativ schnell auf Anhieb weiterhelfen soll. Die Verantwortlichen, allen voran Wolfgang Viala und Thomas Reifelshammer, basteln aber bereits an einem weiteren Transfer. Wir wollen ein, zwei Spieler in der Offensive noch dazu holen. Da sind wir mit Spielern schon in Gesprächen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da Vollzug melden können. Und ja, andererseits ist es so, Spieler, die bei uns weniger Spielzeit gehabt haben im Herbst, was auch völlig logisch ist, schauen natürlich, dass sie sich irgendwie dann auch ja, so verändern, dass es auch für einer wieder passt. Und das, wie gesagt, ist absolut verständlich. So ist Robin Ungerath nicht mehr beim Trainingsauftakt anwesend. Agimang, Diawusi und Oliver Kragel trainieren wiederum mit. Eine finale Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Cheftrainer Christian Heinle durfte insgesamt 26 Feldspieler beim ersten Training begrüßen. Darunter waren auch die Nachwuchstalente Diego Madric, Valentin Akrab, Belmin Beganovic und Tizian Schama. Im Trainerteam neu an Bord ist Spielanalyst Simon Gojgica. Wir haben ja eine eingehende Herbstanalyse gemacht und ja, da haben wir schon Dinge, die wir da, oder die Erkenntnisse, die wir aus dieser Analyse ausgezogen haben, schon probiert, dass wir es im Dezember umsetzen und wir sind wieder mit voller Elan da. Für die zweite kurze trainingsfreie Zeit hatten die Spieler einen individuellen Trainingsplan zu absolvieren. Nichts soll im Abstiegskampf dem Zufall überlassen werden. Wir haben athletisch am Schluss ein gutes Niveau erreicht gehabt und wir wollten dieses Niveau jetzt als Ausgangsbasis nehmen und auf gar keinen Fall irgendwas verlieren oder abbauen. Und ich denke, dass uns das ganz gut gelungen ist. Man hat es heute schon ein bisschen gesehen, was wir in der Früh überprüft haben, gewisse Dinge. Ja, wie gesagt, wir sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und nutzen die nächsten 5 Wochen noch bis zum Start. Am 14. Jänner absolvieren die Rieder um 14 Uhr das erste Vorbereitungsspiel in diesem Jahr, und zwar gegen den FC Blau-Weiß Linz. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt, wird aber auf dem SVR-YouTube-Kanal live übertragen.